Rusconi, das ist Sonic Youth Unplugged. Stefan Rusconi, Fabian Giesler und Claudio Strübi legen eine spannende Neuinterpretation des Sonic Youth Albums It's a Sonic Life vor. Das Besondere dabei, sie spielen auf Akustikinstrumenten. 95 habe ich mir das gekauft. Da habe ich sowas noch gemacht, so T-Shirts kaufen und Fan sein. Ich war ein Fan. Das Vorbild Sonic Youth ist beeinflusst von den Stooges und Velvet Underground, experimentiert mit Dissonanzen oder Rückkopplungen zwischen Verstärker und Gitarre. Die New Yorker gehen oft an die Schmerzgrenze. Harmonie und Dissonanz verschmelzen. Das hat Rusconi beeindruckt. Bei diesem neuen Album hat Sonic Youth uns sehr stark auch auf die Klanglichkeit der Instrumente hören lassen. Das heißt, ich verfremde zum Teil mit Seitengeräuschen. Fabian bearbeitet seinen Bass mit Slides. Es geht darum, die Essenz zu finden, sei es eine Melodie oder eine Basslinie oder ein Groove. Und diesen dann für uns in unseren akustischen Kontext zu setzen und dies so für uns zu adaptieren. Bereits frühere Rusconi-Alben vermischen Jazz mit anderen Musikstilen. It's a Sonic Life, die vierte Scheibe des Trios, ist ein eigenständiges Werk. Sonic Youth, Energie, nur der Ausgangspunkt für eigene Klangexperimente. Wir werden immer noch viel als Jazz-Trio angekündigt und gerade mit dieser Szene verbindet uns viel, aber eigentlich wollen wir da auch ein bisschen raus, weil wir gehören schon dahin, aber nicht nur. Also wir sind Jazzmusiker, die Rock spielen. Crowdsurfen und Instrumente schreddern gehört noch nicht zu Rusconis Repertoire, aber das kommt vielleicht ja auch noch.